Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Mairana, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was will er von dir? Was ist sein Plan? Wie geht es weiter? Das klären wir bei dieser Legung. Sein Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Dieser Mann ist verliebt an dich. Ich habe das sofort gespürt, wo ich deine Botschaft gelesen habe, weil mir war das klar. Er drückt sich kunstvoll aus, aber so zeigt seinen Gefühlen und er kommt regelmäßig. Warum wohl? Weil er dich liebt. Und genau das zeigt hier dieses Bild. Was ist sein Plan? Das zeigt hier diese Karte. Die Zahl 4 bedeutet sein Grundbedürfnis. Nach Struktur, nach Stabilität. Aber er spricht nicht direkt über seine Gefühle. Er spricht nicht direkt über seinen Plan, was er vorhat. Das zeigt hier dieses Bild. Er tut so, wenn das ein Zufall wäre. Er lauscht hier hinter diesem Baum, wann du kommst, wann euren Wegen sich kreuzt. Und er tut so, wenn das so Zufall wäre, obwohl er wartet auf diesen Moment. Also einen Plan hat er schon. Was steht im Fokus? Das ist hier der Sternenhimmel. Das ist sein Glück, sein Schicksal. Er glaubt daran, dass eure Liebe, diese Begegnung im Sternen geschrieben sind. Vielleicht sogar legt das alles an Gottes Hand. Welche Einflüsse hat er von außen? Diese Karte zeigt, dass er von Personen schon verabschiedet hat und hat neue Kontakte oder neue Chancen, neue Möglichkeiten. Eine Tür öffnet sich für ihn. Das ist keine neue Liebe, sondern er möchte etwas verbessern, ich würde sagen beruflich möchte etwas verbessern und er schaut einen Ausweg oder er möchte umziehen und sucht etwas Neues. Darum geht es bei dieser Karte. Was verändert sich bei ihm? Hier ist noch ein Kampf und das hört auf. Er möchte das beenden, er will da eine Veränderung. Und die Zahl 7 hat auch eine Bedeutung, steht mit Mond in Verbindung. Und es symbolisiert seine Gefühle, seine Sehnsüchte, seine Träume. Wie steht er zu dir? Dieser junge Mann hält diesen goldenen Taler in Hand. Und dieser goldene Taler steht mit Erde-Element in Verbindung. Und das zeigt die Realität. Er möchte seine Träume in Tat umsetzen. Er macht kleine Schritte, er macht langsame Schritte, dafür aber sicher, auf einen sicheren Boden. Außerdem zeigt die Wertschätzung dir gegenüber, die Wertschätzung, dass diese Verbindung zwischen euch für ihn sehr wertvoll ist. Diese Dame im Hintergrund, wie steht er zu ihr? Wie ist die Verbindung? Es wurde alles auf den Kopf gestellt. Er verliert den sicheren Boden unter seinen Füßen. Bei dir kommt die Stabilität. Und er vertraut auf diesem Schicksalsrad. Und dieser Rad dreht sich. Hier kommen schicksalhafte Entscheidungen. Schicksalhafte Veränderungen. Und wie geht er mit dir um?
Du bist bei ihm die Königin über die Luftelement. Du gibst den Luft zum Atmen, du gibst ihm die Leichtigkeit. Außerdem Luftelement vermittelt auch Kommunikation, tolle Ideen, die Intelligenz, die schöne Sprache, und das genießt auch jeden Tag, könnte das mit dir genießen. Was kannst du tun? Dieses Schiff symbolisiert die Hoffnung. Es ist eine lange Reise, eine lange Seelenreise. Die Zahl 6 bedeutet Vergangenheit. Er kehrte zurück von Vergangenheit. Das ist ein Hinweis, dass ihr beide eine karmische Verbindung habt, eine Seelenverbindung. Und das ist die Hoffnung. Dieses Schiff symbolisiert die Hoffnung. Und die Zukunft liegt hier. Hier sind Gespräche und auch diese Zusammengehörigkeit. Ihr seid unterschiedlich, aber ihr gehört zusammen. Und die Zahl 10 bedeutet, eine neue Phase, eine neue Periode beginnt. Ich befrage jetzt mein Pendel. Liebt er dich? Möchte mit dir zusammenleben? Ja, nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er liebt dich, er möchte mit dir zusammenleben. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet er liebt dich nicht und das wird auch nichts. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet es bleibt alles stehen und ist alles unsicher. Die Antwort ist, ja, er liebt dich, ihr habt diese Chance, die Zukunft gemeinsam genießen. Liebe Mairana, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.